Da ist zum einen Professor Dr. Med. Petra Stute, leitende Ärztin und stellvertretende Chefärztin gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin am Inselspital Bern. Sie lehrt und forscht auch an der Uni Bern und es gäbe vermutlich noch so viel zu sagen. Dr. Med. Sibyl Matter, ich kann mich noch erinnern, als du in Sydney den Olympiatriathlon gelaufen bist. Leitende Ärztin Sportmed Medbase Zentrum Bern, Allgemeinmedizinerin, Chief Medical Officer Triathlon, Verbandsärztin Swiss Swimming und Swiss Cycling. Kurz, eine geballte Ladung Kompetenz hier auf der Bühne. Und ihr führt nun miteinander ein, zwar Pille, ja oder nein? Und wenn ja, welche? Und warum? Bitte schön. Dankeschön. Danke vielmals. Ja, es freut mich sehr, dass wir heute da stehen dürfen und euch etwas aus unserer Erfahrung erzählen dürfen. Wir haben vorhin ein wirklich sehr interessantes Podiumgespräch gehabt von drei Spitzenathletinnen und wir werden auch versuchen, einige Fragen, die dort offen geblieben sind, zu beantworten, weil ich glaube, es geht gerade darum, dass man viele Sachen, Fragen stellt man sich als Athletin gar nie und deshalb werden sie auch nie wirklich beantwortet. Und Pille ist ja ein zentrales Thema. Und deshalb habe ich als Beispiel eben eine Volleyballspielerin, sie ist 20 Jahre alt und sie möchte aus Verhütungsgründen die Pille. Jetzt kannst du die Pille einfach jeder Athletin geben oder kann es Gründe geben, dass sie diese Pille nicht nehmen darf? Also grundsätzlich ist für die Frage Pille ja oder nein auch der sonstige medizinische Background natürlich entscheidend. Das heißt, ob irgendwelche Vorerkrankungen bestehen oder irgendwelche Medikamente, mit denen die Pille interagieren könnte. Ist das nicht der Fall, spricht erstmal grundsätzlich nichts gegen eine Pilleneinnahme. Mhm, genau. Und dann spricht man ja eben einfach von der Pille. Aber wenn man mal schaut, im 2017 waren von den registrierten Produkten inklusive den Hormonspiralen waren es über 100 Produkte. Also es gibt ja eigentlich nicht nur die Pille. Kann man das da unterscheiden? Genau, also es ist richtig, wir haben eine immense Auswahl an verschiedenen hormonellen Verhütungspräparaten. Wenn man von der Pille spricht, meint man in der Regel die Kombinationspille, also aus einem Östrogen und einem Gelbkörperhormon. Und auch da haben wir eine ganz große Bandbreite an Präparaten. Die unterscheiden sich im Wesentlichen im Östrogentyp und auch in der Dosierung dieses Östrogens. Das heißt, die allermeisten Verhütungspräparate haben ein künstliches Östrogen. Das ist historisch bedingt so. Und dann gibt es inzwischen seit ein paar Jahren auch Verhütungspillen, die ein körpereigenes Östrogen enthalten. Also das ist schon mal eine Möglichkeit, woran sich die Pillen unterscheiden können. Und bei den Gelbkörperhormonen gibt es noch viel, viel mehr Unterschiede. Das heißt, wir haben bei den Gelbkörperhormonen ganz viele zur Auswahl, die unterschiedliche sogenannte Partialeffekte haben. Das heißt, die binden unterschiedlich stark an verschiedene Hormonrezeptoren und haben dadurch verschiedene Nebeneffekte, die manchmal gewünscht und manchmal auch nicht gewünscht sind. Und der Klassiker ist eigentlich, wenn man an diese Partialwirkungen denkt, die Frage, ist ein Kombinationspillenpräparat antiandrogen? Das ist zum Beispiel für Frauen interessant, die an Haarverlust oder zunehmender Körperbehaarung oder an Akne leiden. Oder aber eben genau andersherum. Möchte man gerne ein Kombinationspillenpräparat haben, was eine androgene Partialwirkung hat? Und dann stellt sich dann bei der Athletin die Frage, ja, kommt es denn für mich jetzt drauf an? Also bei mir in der Praxis habe ich doch recht viele, die haben eine Hormonspirale oder eben auch die neuen Produkte mit den körpereigenen oder ähnlichen Östrogenen sind viel mehr gefragt. Spielt das denn eine Rolle für die Athletin? Die eine Frage, ob jetzt eine Kombinationspille ein künstliches Östrogen oder ein natürliches Östrogen hat, spiegelt sich im Grunde in dem Einfluss auf die männlichen Hormone wider. Das heißt, wenn ich ein Hormonpräparat schlucke, das ein körpereigenes Östrogen beinhaltet, dann ist die Leber weniger stimuliert, sexualhormonbindendes Eiweiß zu produzieren, was bedeutet, dass weniger Eiweiß im Blut rumschwimmt, was die
männlichen Hormone, die freien männlichen Hormone wegfischt. Und das ist natürlich jetzt im Kontext Sport interessant. Und andererseits, jetzt das Stichwort, das du nanntest, war Hormonspirale. Da in diesen Hormonspiralen ist nur ein Gelbkörperhormon drin, ist also kein Kombinationspräparat. Und der Unterschied zu den Verhütungspillen ist, dass der Eierstock in seiner Funktion bei den meisten Frauen nicht unterdrückt wird. Das heißt, der Eierstock hat ganz normal seine Eisprünge, wie es auch ohne Pille der Fall wäre. Aber der Zyklus äußert sich nicht in Form einer Periode. Und das ist natürlich auch wiederum sehr interessant für den Sport. Genau. Ich werde noch später noch mit einer Frage dazu kommen. Zuerst aber hat jetzt diese Volleyballspielerin, die hat sehr starke Blutungen und verliert jeden Monat viel Blut. Und ich habe kürzlich auch eine Studie gelesen, wo sie geschaut haben, hat dann dieser Blutverlust während der Menstruation im Verlauf des Zyklus einen Einfluss auf den Hämoglobingehalt im Blut oder auf das Ferritin. Und man hat gesehen, nein, eigentlich hat das trotz Blutverlust keinen Einfluss. Vielleicht aber, wenn man sehr viel Blut verliert, hat es trotzdem einen Einfluss, weil man über längere Zeit dann eher einen Eisenmangel hat. Und das hat sich dann gezeigt, mit der Pille hat man manchmal weniger Eisenverlust. Ist es denn effektiv so, dass man mit der Pille die Blutung beeinflussen kann? Ja, also man kann mit der kombinierten Pille, jetzt ist hier auch wieder wichtig, Kombinationspille, nicht die reinen Gelbkörperhormonpräparate, die es zum Schlucken gibt, sondern die Kombinationspille, bewirkt, dass die Gebärmutterschleimhaut weniger wächst als im Vergleich zum Spontanzyklus. Und dadurch nimmt das Blutvolumen ab und auch die Blutdauer nimmt ab. Also das bedeutet, wenn man ganz klassisch die Pille einnimmt, 21 Tage neben, 7 Tage Pause, wird, egal welches Präparat man nimmt, das Blutvolumen und die Blutungsdauer abnehmen. Man kann das Ganze natürlich noch besser in den Griff bekommen, indem man einfach die Pille durchnimmt. Dann hat man nämlich einfach gar keine Blutung mehr in den meisten Fällen und damit auch keinen Einfluss auf den Eisengehalt im Blut. Das beantwortet ein wenig schon die nächste Frage. Und zwar eben, wenn man dann einen Wettkampf hat, wo man die Blutung nicht möchte, kann man das eben verschieben, indem man den Zyklus verlängert durch die Pille. Richtig. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Pille, wie gesagt, klassisch nimmt, dass man immer eine 7-tägige Pause normalerweise hat und möchte jetzt eben genau zu diesem Zeitpunkt keine Periode haben, dann kann man die Pille einfach weiternehmen und zwar so lange, bis man die Blutung haben möchte. Und dann setzt man die Pille etwa 3 bis 4 Tage vor der gewünschten Blutung ab. Aber wie gesagt, man kann genauso gut auch sagen, ich will überhaupt gar keine Periode mehr, dann setzt man sie halt gar nicht ab. Oder man nimmt dann eben eine Hormonspirale. Richtig, oder das. Da fällt sie meistens sowieso aus. Und funktioniert denn das auch mit dem Nuvaring zum Beispiel? Der wird ja auch oft genutzt. Kann man den einfach ohne Pause wieder einsetzen? Richtig, also dann einfach einen Nuvaring nach dem nächsten und einfach nicht diese 7-tägige ringfreie Phase einbauen. Genau. Und viele haben dann das Gefühl, man unterdrückt so die eigenen Hormone damit, wenn man jetzt die Pille durchnimmt. Ist das dann auch effektiv so? Oder wie? Naja, die eigenen Hormone sind ja sowieso unterdrückt. Also das heißt, in dem Moment, wo ich eine Kombinationspille nehme, wird ja, das ist ja auch genau das Ziel, die körpereigene Eierstockproduktion runtergedrückt, sodass eben kein Eisprung stattfindet. Und ob ich jetzt dann noch eine Woche Pause habe oder nicht, spielt eigentlich keine relevante Rolle. Es ist eher so andersherum. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der unter einem prämenstruellen Syndrom leidet, also diverse Symptome vor Beginn der eigentlichen Blutung, dann ist das häufig auch mit darauf zurückzuführen, dass es eben doch einen Hauch von Schwankungen gibt, wenn ich Pausen mache. Und dann ist auch die Lösung einfach durchgehend nehmen. Jetzt haben wir gehört, eben die Pille kann machen, dass man weniger Blut verliert während der Menstruation. Gibt es denn noch andere Vorteile? Du hast gerade auch das prämenstruelle Syndrom angesprochen, das eben häufig ein Problem ist, dass man vor der Menstruation nicht so leistungsfähig ist. Kann man das durch eine Pille auch beeinflussen und gibt es noch andere Sachen, die die Pille beeinflussen kann? Positiv gesehen im Sinne
des Sports. Genau, also eigentlich kann man alle Symptome positiv beeinflussen, die zyklusabhängig sind. Also das bedeutet, wir haben ja schon über die starke Regelblutung gesprochen und über die lange Regelblutung, aber eben auch schmerzhafte Regelblutung, egal warum jetzt das der Fall ist, kann man natürlich in dem Moment, wo die Blutung wegbleibt, hat man dieses Problem auch nicht mehr. PMS, das klang vorhin auch in der Diskussion an, Brustspannen im Rahmen des prämenstruellen Syndroms, das würde man natürlich darüber auch alles sehr gut korrigieren können. Und man unterdrückt ja eben den eigenen Zyklus oder die eigenen Hormone mit der Pille. Gibt es denn da noch andere Sachen, die dann dafür nicht positiv sind? Also man hat ja was positive. Denkst du denn? Ja, ich denke da eigentlich vor allem an das Östrogen. Also, und das ist ja der Vorteil eigentlich bei der Spirale, wenn das Östrogen ist ja eigentlich auch regenerationsfördernd und eben Muskulatur aufbauend. Es hat leider auch negative Einwirkungen wie die Wassereinlagerung. Aber eigentlich unterdrückt man ja auch die positive Wirkung des Östrogens, wenn man eine Pille nimmt. Wobei das natürlich eine Frage ist, genau eben welchen Aspekt man jetzt genau anguckt. Im Grunde habe ich ja durch eine Kombinationspille schon ein Östrogen, was jetzt, wenn man jetzt sich Endpunkte anguckt wie Knochen oder Herz, was ja grundsätzlich, man ist nicht in einem echten Östrogenmangel. Aber du hast natürlich recht, das körpereigene Östrogen wird reduziert, die männlichen Hormone werden reduziert. Das wird wahrscheinlich im Kontext Sport ein größere Relevanz haben als nur die Frage, welches Östrogen, ob jetzt künstliches Östrogen oder nicht. Die Sorge ist eigentlich meistens, deswegen habe ich extra nachgefragt, der Einfluss auf die Psyche. Das klang ja vorhin hier auch in der Podiumsdiskussion an. Und das ist seit ein paar Jahren Thema, dass möglicherweise eben eine Kombinationspille mit psychischen Veränderungen verbunden sein könnte. Das kann auch sein. Also das bedeutet, es gibt Frauen, die merken gar nichts, aber es gibt Frauen, die nehmen die Pille und haben das Gefühl, sie sind eben einfach psychisch nicht mehr so, wie sie vorher gewesen sind. Und das impliziert natürlich auch Antrieb, Motivation und dann sind wir wieder beim Sport. Ja. Genau. Jetzt ein weiteres Thema, was vorhin angesprochen wurde. Jetzt möchte die Sportlerin das Training an den Zyklus anpassen. Und sie hat eben gehört, dass wenn man Maximalkrafttraining, vor allem in der follikulären, in der ersten Zyklushälfte, genau dann, wo die Menstruation eigentlich beginnt, macht, dass es besser anschlägt, als wenn man das auf die zweite Phase des Zyklus verlegt. Beim Ausdauersport übrigens, da gibt es keine bisher gefundenen Zusammenhänge, dass das Training beeinflusst werden könnte mit dem Zyklus. Außer dass man eben zum Beispiel negative Einwirkungen weglässt. Jetzt aber funktioniert denn das auch mit dem zyklusabhängigen Training mit der Pille? Ich denke nicht, aber da bist du die Spezialistin. Das heißt, in dem Moment, wo es kein Auf und Ab der Hormone mehr gibt und dann natürlich auch insbesondere kein Auf und Ab der Androgene. Genau. Weil normalerweise habe ich natürlich in einem spontanen Zyklus, habe ich nicht immer gleiche männliche Hormone und nur die Östrogene und das Progesteron variiert, sondern ich habe ja auch schwankende Androgenspiegel und das fällt natürlich weg. Aber du hast ja natürlich aus deiner Erfahrung noch mehr Informationen zum Liefern. Effektiv weg. Und ich glaube auch, das Unterdrücken eben oder das durch die Aufnahme der Pille und dann über die Leber, die Verstoffwechselung und die Veränderung des SHBG, das eben die männlichen Hormone bindet, das kann einen Einfluss auf die Muskelkraft, auf den Aufbau haben. Und wenn man eben das Trainingzyklus anpassen will, dann bringt das natürlich nichts, wenn man das mit der Pille macht. Weil wenn man ja ein zyklusangepasstes Training macht, dann nutzt man eben aus, dass man schwankende Hormone hat. Und wenn man dann die Pille nimmt, hat man eben keine Schwankungen mehr, weil dann macht es eben quasi so, wenn man es durchnimmt, oder? Außer bei der Pause dann. Und eigentlich so muss man sagen, nein, es funktioniert eben nicht. Ja. Außer wieder mit der Spirale ist grundsätzlich eher möglich, weil da viel mehr noch die eigenen Schwankungen dabei sind. Das ist richtig, bloß dann ist natürlich so die Frage, kriege ich überhaupt noch mit, in welcher Zyklusphase ich bin, wenn ich keine Blutung mehr habe dank Spirale? Das Problem hatte ich letztes Mal in der Praxis und zwar habe ich eine Patientin gehabt und ich habe ihr gesagt, ja, versuchen Sie mal ein Tagesbuch zu machen, weil eigentlich haben Sie die eigenen Hormone noch, aber es ist dann viel schwieriger herauszufinden, weil man keine Blutung mehr hat.
Genau. jetzt noch eine Frage zur negative Auswirkungen der Pille. Also gibt es denn auch negative Auswirkungen, die, also Nebenwirkungen, die man von der Pille spürt, was man vielleicht vorhin besser sagt, oder? Ich denke mal, der wichtigste Aspekt ist eigentlich das Thromboserisiko. Mhm. Und das heißt, dass Frauen, die eine Kombinationspille nehmen, erhöhen ihr Risiko für eine venöse Thromboembolie. Das gilt genauso für den Nuvaring und genauso auch für das Hormon Verhütungspflaster. Das spielt da also keine Rolle, wie ich das Verhütungspräparat dann einsetze. Ich denke mal, das ist das Allerwichtigste, egal ob jetzt, ob man Sportlerin ist oder nicht, dass man über dieses Risiko aufklärt. Viele andere Symptome, die vielleicht initial bei der Pilleneinnahme auftreten, wie vielleicht am Anfang ein bisschen Übelkeit oder vielleicht am Anfang mal eine Zwischenblutung, das geht meistens weg. Deswegen probiert man meistens eine Pille auch erstmal 3 Monate aus, also es sei denn, irgendwas Gravierendes passiert, aber erstmal 3 Monate, um zu gucken, ob sich das nicht stabilisiert, damit man nicht jeden Monat sagt, das funktioniert nicht, ich brauche eine neue. Und wie viele Produkte versuchst du dann, wenn es nach 3 Monaten nicht geklappt hat und beim zweiten auch nicht? Dann kommt es darauf an, was das Problem ist. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand Zwischenblutungen hat unter, sagen wir mal, einer ganz niedrig dosierten Kombinationspille, dann wäre für mich die Konsequenz, entweder den Östrogenanteil erhöhen oder ein Präparat zu wählen, was ein Gelbkörperhormon enthält mit einer längeren Halbwertszeit. Das heißt, da kann ich in dem Bereich spielen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel aber sagt, mir ist irgendwie schlecht von der Pilleneinnahme, dann wäre eine Überlegung, den Östrogenanteil zu reduzieren oder aber die Art der Anwendung zu wechseln. Also dann tatsächlich auf Nuvaring oder auf Hormonpflaster, weil sonst ja die Sorge ist, wenn ihr jetzt so schlecht ist und sie übergibt sich möglicherweise, dann wirkt die Pille wieder nicht. Also machen wir lieber etwas, wo dann eben das nicht so relevant ist. Genau, ja. Und noch eine letzte Frage. Eine Ausdauerläuferin kommt zu dir und sie hat keine Menstruation mehr seit gut einem Jahr. Und sie sagt jetzt, ja, mein Trainer hat gesagt, ich soll die Pille nehmen, weil dann habe ich einen normalen Zyklus. Hat sie das damit? Ja, wenn sie jetzt eine klassische Kombinationspille nehmen würde und macht die 7-tägige Pause, dann wird sie höchstwahrscheinlich einen Zyklus im Sinne einer Entzugsblutung auch haben. Wenn man jetzt aus der rein physiologischen Sicht schaut, wäre es besser, eben jetzt keine Pille zu schlucken, also vor allen Dingen kein Östrogen zu schlucken, weil das Östrogen, wir haben vorhin schon über die Leber und die Eiweißproduktion gesprochen und die Leber macht alle möglichen Eiweiße und unter anderem eben auch ein Eiweiß, was die Wachstumsfaktoren bindet. Und das will man ja nun gerade wieder nicht. Ja? Das heißt, aus Knochensicht wäre es dann super, lieber Östrogen über die Haut und dann, je nachdem, ob man eine Verhütung braucht oder nicht, ein Gelbkörperhormon dazu schlucken oder dann sind wir wieder bei der Spirale angekommen. Genau. Jetzt weiß ich nicht, ob wir noch Fragen aus dem Publikum haben. Es freut mich sehr. Nochmals danke an alle zu Hause, die dabei sind. Es wird rege mitgedacht und diskutiert. Ich möchte auch noch sagen, wenn Ihnen jetzt noch mehr Fragen kommen, Sie haben auch die Möglichkeit, weiter Fragen zu stellen. Und die beiden Fachfrauen sind ja auch in einer Arbeitsgruppe. Wir sagen Ihnen dann, wie das genau läuft. Also Sie haben immer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich habe da Folgendes: Die Pille reduziert die Knochenmineraldichte bei Ausdauersportlern und erhöht das Risiko von Stressfaktoren. Würden Sie die Einnahme der Pille der sportlichen Aktivität anpassen? Sibyl nickt. Geht ein bisschen in die letzte Frage, die wir gestellt haben. Also wenn vor der Pilleneinnahme ein regelmäßiger Zyklus besteht und ein normal hohes Östrogen und eben eine normale Knochendichte besteht, dann reduziert man damit nicht unbedingt die Knochendichte. Aber wenn man vorher schon keinen Zyklus mehr hat und man nimmt dann noch die Pille, dann macht es schlimmer. Stimmt. Die beiden Fachfrauen sind sich einig, das ist schon mal gut. Ab welchem Alter bzw. ab welchem Abstand zum Eintreten der Menarche ist die Spirale frühestens zu empfehlen?
Also ich denke mal, das ist im Wesentlichen nicht von dem Alter der Menarche abhängig, sondern mehr von der Frage Geschlechtsverkehr, ja oder nein. Weil wenn jemand noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt hat, ist es schwierig, eine Spirale einzusetzen. Das heißt, das muss immer mit berücksichtigt werden. Grundsätzlich kann man sagen, alle hormonellen Verhütungspräparate sind ab Menarche zulässig. Mhm. Heißt nicht immer, dass jede Firma für das eigene Präparat die Zulassung ab Menarche hat. Es kann also im Beipackzettel anders stehen. Aber grundsätzlich gemäß der internationalen Empfehlungen geht ab Menarche jedes hormonelle Verhütungspräparat. Aber wenn ich da raushöre, auch da wieder reden, miteinander sprechen, offen das Gespräch suchen, die Sachen auf den Tisch legen. Mhm. Es hat ja früher geheißen, man müsse schon mal schwanger gewesen sein für eine Spirale. Okay. Das ist definitiv das nicht mehr, nicht mehr das so. Nicht mehr das so. Wäre dann genau. Nicht allen zu empfehlen. Mhm. Was sagt ihr zur Problematik, dass die Pille die allfälligen aufbauenden und leistungsfördernden Zeitpunkte im Verlauf eines natürlichen Zyklus hemmt? Ja, das, was wir vorhin angesprochen haben. Also mit der Pille unterdrückt man schon auch die eigenen Östrogene und kann die männlichen Hormone durch die erhöhte Bindung reduzieren. Und das kann vor allem im Kraftbereich, Schnellkraftsportarten, ein Leistungseinbuße machen. Und das ist auch der Bereich bei den Schnellkraftsportarten. So empfehle ich viel weniger auf eine Pille zu wechseln, sondern an eher eine Spirale. Im Ausdauerbereich, glaube ich, kann man viel mehr noch beeinflussen oder mit einbeziehen, ob man Schmerzen während der Menstruation, prämenstruelles Syndrom hat und dann die Pille einfach dies deutlich reduziert und man so indirekt einen Leistungszuwachs hat, weil man einfach regelmäßiger trainieren kann. Aber so Kraftbereich empfehle ich inzwischen weniger die Pille, aus dem Grund. Genau, ja, dann sind wir hier am Ende. Ich danke eben, Sie bleiben und Sie leiten ja eine Gruppe nachher und Sie zu Hause können sich dann einloggen, das hören wir jetzt alles. Es ist also weiter möglich, Fragen zu stellen. Zuerst ganz herzlichen Dank Ihnen beiden für die angeregte und sehr spannende Diskussion. Merci. Danke. Merci. Fast her, smart her, strong her.